Ihr freut euch sicher schon drauf. Manche zucken schon mit den Beinen und den Händen. Ich denke, das Tanzen sollte nicht unterdrückt werden. Hier kommt die Berliner Basisband mit Chor und Jens Fischer-Roderian und einem wahnsinnig kreativen musikalischen Chaos. Und einem Gast. Und einem Gast. Und einem Gast. Und selten hat man die Freude, wenn man Stücke spielt, dass der Komponist des Stückes auch da ist. Und genau das ist aber heute der Fall. Jetzt schaue ich mal, ob die Band überhaupt schon bereit auf der Bühne ist. Der Chor ist am Start. Akkordeon. Yes. Alle ja. Wir haben jetzt ganz spontan, weil der Gast da ist, das Programm umgestellt und fangen jetzt anders an als eigentlich geplant. So ein Song, der mich ganz persönlich massiv begleitet hat in der Zeit. Ich würde sagen 2020 bis 2022 ganz, ganz viel diesen Song gehört und gespielt. Bitte begrüßt mit mir für die freie Rede Lül. Ich bin die freie Rede, ihr habt an mich geliebt, ihr habt an mich gefeiert, aus Stolz auf mich gespielt. Ich bin die freie Rede.
Ein Bild gesehen, wie du mit Stella Assange in Australien unter einem Baum stehst. Man muss sich das ja mal vergegenwärtigen. Seit wie vielen Jahren? 12 Jahren. Nicht 12, 13 Jahre. Nicht sozusagen ein solches Bild machen zu können. Ganz, ganz toll. Wir sind hier zum Feiern, um dir zu gratulieren. Happy Birthday, Julian Assange. Aber ich glaube, wir könnten ein Stück weit auch das muss erlaubt sein, ein Stück weit auch uns selbst als Teil einer internationalen Bewegung feiern, einer Bewegung, die historischen Charakter hat. Ich wüsste nicht, vielleicht Nelson Mandela noch, aber ich wüsste nicht, wie um einen politischen Gefangenen herum eine solche weltweite Bewegung entstanden ist, existiert und am Ende erfolgreich ist. Und auch das müssen wir hier heute feiern. Und wenn ich daran zurückdenke, an die letzten Jahre, da fallen mir natürlich viele Szenen ein, aber eine will ich vielleicht herausheben. Das war im Oktober 2022, vor anderthalb Jahren, als wir in London um das Parlament, um Westminster, über zwei Brücken, über die Themse herum, eine Menschenkette gemacht hatten und auch noch kurz vorher diskutiert haben, na, kriegen wir das denn hin? Wir brauchen vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Menschen, schaffen wir denn das, die Kette zu schließen? Und am Ende waren es doppelt so viele, wie notwendig waren, und ich bin rumgelaufen. Und es waren wirklich Menschen aus der ganzen Welt, aus allen Kontinenten, die ich dort getroffen habe. Und ich finde das fantastisch und auch daran sollten wir erinnern. Aber es bleiben auch Abgründe übrig. Abgründe, rechtsstaatliche Abgründe. Ich denke an das, was Nils Melzer, und den will ich vielleicht auch nochmal hier besonders hervorheben, Nils Melzer, den UN-Sonderberichterstatter gegen Folter und unmenschliche Behandlung, der als Einzelperson es geschafft hat, einen weltweiten Diskurs in die Mainstream-Medien hinein zu drehen durch seine Veröffentlichungen. Eine unglaubliche Person, auch an den will ich erinnern. Danke an Nils Melzer. Und Nils Melzer hat eben auch die Abgründe
aufgedeckt, weil er Schwedisch kann, weil seine Mutter aus Schweden kommt. Die Abgründe, die es sozusagen im Fall Assange in Schweden gegeben hat. Ein Staat, wo man denkt, na, das ist doch ein guter Rechtsstaat. Und auch das muss aufgearbeitet werden. Auch daran werden wir weiter dranbleiben, diese Sachen diese Abgründe aufzuklären, aufzuarbeiten. Und auch, das muss ich auch sagen, auch die britische Justiz hat sich hier alles andere als mit Ruhm bekleckert. Es war ja nicht eine Entscheidung der britischen Justiz, die jetzt zur Freilassung geführt hat, sondern ein Deal im Hintergrund. Ein Deal, der möglich wurde, weil in Australien die Bewegung immer stärker wurde, weil das australische Parlament mit 2/3 Mehrheit und mit den Stimmen des Premierministers sich für ihn eingesetzt hat und dann im Hintergrund eben solche Verhandlungen stattgefunden haben. Ich will den Deal jetzt gar nicht bewerten. Hauptsache Julian ist frei, aber die britische Justiz ist eben nicht so, wie mir das auch und uns Abgeordneten die Bundesregierung immer gesagt hat, volles Vertrauen in die britische Justiz. Wenn man sich diese Urteile anschaut, ich habe ja auch den Prozess beobachtet, hier mit Sevim Dadelen zum Beispiel im Februar. Da ist die Rede davon, ich will da mal dran erinnern, dort wurde vorgetragen, dass es einen Mordkomplott in den USA gegeben hat, unter führenden Stellen. Es gab die Pläne, Julian Assange zu entführen und zu ermorden. Und das wurde nicht bestritten, das wurde bestätigt im Grunde genommen auf dieser Verhandlung. Und das war kein Hindernis für eine Auslieferung in die USA, sondern es heißt in der Begründung, naja, es bestand ja damals die Gefahr, dass Julian Assange nach Russland flieht und deswegen gab es ja diese Pläne. Aber wenn wir ihn ausliefern, dann ist diese Gefahr weg. Und deswegen gibt es keine Gefahr, ihn zu ermorden. Das ist die offizielle Begründung aus diesem Urteil. Und ich finde es eine Schande, wie hier auch die britische Justiz agiert hat und wie mir hier deutsche Politiker, allen voran Annalena Baerbock, immer wieder auf meine Fragen geantwortet haben. Volles Vertrauen in die britische Justiz. Deswegen schließe ich mich auch der Forderung von Sevim Dadelen an. Frau Baerbock, treten Sie zurück. Das war so eine Schande. Und ich will das nicht nochmal alles wiederholen, was vorhin gesagt wird. Es ist wichtiger denn je, auch für Frieden zu kämpfen, gegen die Lügen zu kämpfen und will deshalb schließen mit einem Zitat auch von Julian Assange selbst, was wir uns vielleicht jetzt ganz aktuell auf die Fahnen schreiben sollten. If wars can be started by lies, peace can be started by truth. Wenn die Kriege mit Lügen begonnen werden können, dann kann der Frieden auch durch die Wahrheit gesichert werden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Lasst uns weiterkämpfen. Wir wissen wir uns ein,
Kinoschein. Ist Gleichgültigkeit so leicht? Wann stehen Menschen auf? Und wann bleiben sie liegen? Wann nimmt das Leben seinen Lauf? Wann nimmt Gerechtigkeit siegen? Wann spüren wir seinen Schmerz? Wann blutet unser Herz? Lassen wir uns erpressen? Haben wir schon wieder vergessen? Wir haben alles riskiert. Saal war geschmiert. Schaut, wie der Rest von uns regiert. Schäm oder ab! Dennis Virgil kriegt Applaus. Assange fällt aus dem Leben raus. Er hat sich mit dem Fallschirm gelegt, wird vom Verdrängen weggefegt.